So. Gut, dann müssen wir jetzt was abkaufen, dass er wieder genug Kohle hat. Das sind eben Erzbarren, den nehme ich. Hast du sonst noch so im Angebot? Eisenpfeil, das ist mir eigentlich zu schlecht. Das ist die Eisgeist-Essenz. Ja, na gut. Das haben wir jetzt verkackt. Die kaufe ich jetzt nicht zurück, die ist mir zu teuer. Hier wäre ein Seelenstein. Da könnte man drüber nachdenken, dass wir anfangen, Seelensteine einzukaufen. Gesundheit regeneriert sich schneller. So, nee, uninteressant. Aber eigentlich haben wir dafür Heilzauber und das hauptsächlich im brauchen wir eigentlich hauptsächlich für den Kampf und da ist es ja. Ich meine, ja, 20% haben oder nicht haben, das ist schon klar, aber da haben wir einfach eher das Problem, überhaupt genug Leben zu haben. So. Ein paar leere Seelensteine eingekauft. Orkische Pfeile nehme ich. Die sind gut. Könnte auch noch die Stahlpfeile kaufen, wenn es denn dann sein muss. Aber gucken wir mal. Okay, hier sind die teuren. Das sind die Zaubertränke. Okay, noch die Bücher. Und hier haben wir jetzt noch 1, 2, 3 teurere Stäbe. Da können wir hier aber immer theoretisch tatsächlich nochmal ziemlich zuschlagen. Um das loszuwerden. Dann gucken wir doch mal. Gar nicht. Er hat noch so ein paar uninteressante. Einen gefüllt, einen nicht gefüllt. Den da. Und den da. Theoretisch können wir über die Heizkette der Genesung nachdenken, aber wie gesagt, ich glaube nicht wirklich, dass sie uns hilft, weil wir haben ja nicht das Problem, dass wir langfristig unser Leben nicht regeneriert kriegen. Das Problem ist, dass sie uns teilweise mit 2, 3 Angriffen aus den Latschen prügeln. Das ist ein anderes Problem, das es zu lösen gilt. So, werden wir den noch los und dann behalten wir den Rest erstmal. Wir müssen jetzt nicht Unsinn kaufen, nur um ihn los zu sein. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte. Ja, das glaube ich sofort. Ich so. Bin ganz Ohr. Könntest du aufhören, mir hinterher zu rennen? Das ist creepy, Mann. So. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, mach ich. Was benötigt ihr, mein Freund? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Ist spannend, wie sie uns gleich anders begrüßen, ne? Wenn wir die Maske aufhaben. So,
Sonst können wir hier noch so ein bisschen Tränke durchsortieren. Ausdauer regenerieren, das ist ja immer schön. Feuerresistenz, flüchtige Unsichtbarkeit. Magika, Gesundheit, Heilung. Ah, Illusion brauchen wir nicht, weg damit. Krankheitsheilung ist okay. Noch mehr Magika. Den Regenerationsdingern bin ich eigentlich immer d'accord. Mit der Beschwörungsgeschichte brauchen wir eigentlich auch nicht. Das mit dem Volltreffer können wir ruhig mal behalten. Feuerresistenz behalten wir auch mal. Haben wir nur schon gemerkt, dass das ein Problem sein könnte mit den Resistenzen. Gut. Gut, 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 gut. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Danke, aber mir geht's gut. Als Landbesitzer würde ich auch Kunden begrüßen, anders begrüßen, wenn sie mit Maske durch die Tür kommen. Was gab dir denn so? Ganz anders. Das ist wahr. Auch wenn ihr älter seid als ich. Das ist wahr. Der gülden Grünbaum blüht wieder. Ja, nein, ist auch gar nicht creepy oder so. Also, null. Ich meine, wer würde ihn nicht lieben? Ja, obwohl so richtig viel besser ist es jetzt auch nicht. Ja. Nein. Mego schlägt wahrscheinlich schon wieder die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie so einen Tut mir leid. Spielercharakter Nichts. Niemals dulden würde. So. Dann haben wir fürs Erste aufgeräumt. Töte den Drachen an Aufstieg des Alten. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Könnten natürlich auch bei der Gefährtensache ein bisschen weitermachen und hier Richtung Riften gehen. Ich muss nur zugeben, dass ich auf das Kuddelmuddel in Riften eigentlich keine Lust habe. Hier ist die Schimmernebelhöhle. Ach, passt mal auf, da hat uns doch der Kerl von erzählt. Dann würde ich sagen, wir gehen zu den Ritualsteinen in die Schimmernebelhöhle und gehen dann hier außenrum mal zur Energiequelle in den Eisenbundhügeln. Gucken einfach mal, was uns da erwartet. So, wir haben einen Plan. Juppeidi, Juppeida. Meine Tasse ist schon wieder leer. Ist völlig inakzeptabel. Ein nicht zu duldender Zustand. Mag die total gerne. Aber sie haben ein entscheidendes Problem. Die sind zu klein. Wenn ich mich da einmal richtig ran traue, ist die leer. Besonders wenn der Tee kalt ist. Was er jetzt natürlich ist. So, na dann. Wir müssen da irgendwie rüber. Fuchsi! Juhu! So. Wieder das Ding mit Lydia, ne? Ja, die findet schon einen Weg. In schwerer Rüstung schwimmen wir da jetzt rüber. What could possibly go wrong? So. Das da? Was ist das da?
Hier liegt Stuff. Hier fliegt Stuff. La 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 la. Ciao Talos, nett von dir, danke. So. Die Höhle ist jetzt aber irgendwo da unten, ne? Mhm. Ah, Lydia findet uns schon. Schimmernebelhöhle. Das sind doch Falmer, das macht doch keinen Spaß. Ei. Na gut. Dann mal rein da. Ja, das sind definitiv Falmer. Lydia ist immer noch nicht da. Langsam mache ich mir Sorgen. Nicht um Lydia, sondern um uns. Wie sollen wir ohne Lydia auskommen? Der Held des Landes, ohne seine Begleitung schutz und wehrlos. Exakt so sieht es aus. Was wäre Sherlock ohne Watson? Hm? Falmer. Lydia! Oh, es gibt eine Falle. Gefunden! So. Wie heißt das, wenn so ein Mistvieh am Strand liegt? Das sind dann Falmer, die Mallorca? Entschuldigung. So, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo Loot, den ihr versucht zu mir zu verstecken. Ich weiß das. Ich rieche das. Da war schon mein rauer Wulstling. Unerhört. Hier sind tote Banditen mit Backkartoffeln. Ja, das kann schon mal passieren. Insbesondere dann, wenn man sie zu lange in die Therme hält. Aber wobei, dann sind es eher gekochte Kartoffeln. Oh, jetzt sind wir hier oben. Verstehe, verstehe. Mhm.
Geh weg! Aua! Sowas tut doch weh. Daneben! Daneben! So. Ein Elfen durch der Qual. Auch schön. Absorbiert Magie. Schimmernebelhöhle. Warum habe ich das Gefühl, dass das... Was? Ja, ich weiß auch nicht, Lydia. Ich weiß doch auch nicht. Ich bin mindestens genauso verwirrt wie du. Lass uns bei dem Dunkeln wohnen. Da fall mal nicht so auf. Was soll ich auch mit der Hand von Ober? Dann kann der ja nicht mehr servieren. War auch die Operhand gemeint? Ja, das kann auch sein. Aber auch, also selbe Frage, ne? Was soll ich mit Opas Hand? Dem ollen Gichtgriffel. Die funktioniert doch sowieso kaum noch. Jemand zu Hause. Oh. Verstehe. Au. Ja, das ist, was ich befürchtet habe. Ich lieg hier so rum. Ich mach auch so ein bisschen Palma de Mallorca. Weil. Kann halt, ne? So. So. Das wäre jetzt auch so ein Fall gewesen, wo man einfach schön den sich hätte in den Raumeingang stellen können und alles mit einem riesigen Aoe fluten. Au!
Das kotzt mich an. Verdammt. Okay, soweit so gut. Da sitzt es und blockiert so vor sich hin. Kann man da jetzt irgendwie... Nicht so richtig, ne? Warten mal. Doch. Alle. Mist. Das wäre jetzt schön gewesen, da mit dem Kettenblitz rein. So, aber das lief doch schon mal ganz gut. Shit. Mist, verdammt, da. Da kommt er ja genau richtig. Sir, you're being hunted. Alasan! Dankeschön für deinen Raid. Willkommen. Willkommen, ihr Dörfler. Schön, dass ihr reinschaut. Wie ist es bei euch? Wie war's? Wie war Tunic? Erzähl. Wir hacken uns mal wieder durch Skyrim und ich bekleckere mich nicht sonderlich mit Ruhm, nennen wir es wie es ist. Rausgelaufen. Wir müssen jetzt ganz schnell. Okay, soweit so gut. Oh. Vakuma ist jetzt zweimal hier, aber auch schön. König war sehr erfordert. Ich habe nicht auf die Lebenspunkte geguckt. Das zählt nicht! Ah je. Dass uns diese drei Viecher jetzt so einen Stress machen. Lief ausnahmsweise mal halbwegs flüssig und jetzt das hier. Oh. Tönig war fordernd. An einem Boss habe ich bestimmt über eine Stunde gesessen. Kenne ich. Habe heute bestimmt auch ein, zwei Situationen gehabt, die mich über eine Stunde gekostet haben. Siehe die silberne Hand. Eieiei. Ja, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ihr habt jetzt dann noch einen schönen Abend. Wenn ich dazu beitragen kann, freue ich mich natürlich. Ja, ich auch. Das sind vor allen Dingen viel zu viele von euch. So für auf einmal. Ja, ich würde mich gern zurückziehen, aber irgendwie ist hinter mir eine Wand. Und ich kann mich nicht umgucken, weil die mich ja in der Zeit auseinandernehmen. Was übrigens eine erstaunlich realistische Darstellung der Dinge ist. Ja. Wenn dir das in einem echten Kampf passiert. Dass du... Wow! Wow! Das waren zwei Treffer. Was ist da schiefgelaufen? Wenn dir das in einem echten Kampf passiert, dass du plötzlich irgendwie ein Hindernis im Rücken hast und du weißt nicht mehr... wo du hin sollst, dann ist es potenziell sehr tödlich, weil du meistens nicht die Zeit hast, dich umzudrehen und zu gucken, was da im Weg rumsteht. So. Okay. Die anderen beiden. Ah, das dann. Und
Keks möchte den Todesbonus auf 60 erhöhen. Glaubst du, du kriegst irgendeinen Bonus, wenn ich sterbe? Wo sind denn die anderen beiden jetzt hin? Sind die da hinten hingelaufen? Ah, die sind hier reingelaufen. Klar doch, sagt er. Aha. Interessant. Lydia, wärst du so lieb? Der isst mich sonst. Keks wird pro Jency tot entlohnt. Ist das so? Warum haben wir jetzt... Das macht doch keinen Sinn, was hier passiert. Oh, es sind zwei tot. Das speichere ich jetzt einmal. Dann kriegen wir den jetzt nämlich auch noch. So. Heieieiei. Was ein Ätz. Aber wir haben's. Sehr gut, sehr gut. Hier war nichts weiter. Dann gucken wir hier mal rein. Die sind schon ganz schön zäh, die Mistviecher. Kann man sagen, was man will. Nee. Doch. Eher sammeln, wer weiß, wozu die mal gut sind. So. Schön im Glibber wühlen. Da ist nichts mehr drunter. Dann gehen wir hier wieder hoch. So. Den orkischen Streitkolben lassen wir hier, den will keiner. Leid. Huch. So, Ruhe im Karton. Und so stelle ich mir das vor. Na, so sollte es laufen. Nicht das Gekrüppel, was wir die letzten Male vorher hatten. So soll das funktionieren. Das ist aber nicht mehr von den Fallmann, Leute. Das ist jetzt was anderes. Bin immer noch da. Ja, ich versuche hier den Pilz zu ernten, aber du hast deinen Fuß reingestellt. Die wohnen hier in einer Dwemer-Ruine. Okay. Fuß! Oh, aber.